Das waren so ein paar Schritte auf dem Weg, wie wir ja, die Bedenkenträger geknackt haben und wie es dann für alle am Ende des Tages ein wunderbarer Abend war. Mein lustigstes Erlebnis, lustig war es zwar nicht immer, aber mein lustigstes, herausforderndstes und in Summe auch freudvollstes und erfolgreichstes Projekt war die Umsetzung der 100-Jahr-Feierlichkeiten in der aktuellen Firma, wo es ganz viele Ideen gab, ganz wenig Zeit, ganz wenig Budget und am Anfang so die Ratlosigkeit, wie soll das alles umgesetzt werden in der kurzen Zeit mit so wenig Mitarbeitern oder Kollegen, die mich dabei unterstützen. Und ganz spannend ist es, wie auch bei vielen anderen Projekten gewesen, dass das Ganze ein Prozess ist. Dass man am Anfang viel zu viel will und irgendwie alles perfekt machen will und mit der Zeit auf dem Weg dorthin fällt einfach dann ganz vieles weg aus diversen Gründen und plötzlich kristallisiert sich heraus, dass es doch irgendwie gehen wird und das Um und Auf dabei sind auch die richtigen Partner im Team zu haben. Also eines der wichtigsten Assets ist immer die richtigen Kollegen zu finden, die man ins Boot holt und da braucht es ganz viel Empathie, Unterstützung, jetzt auch vom Umfeld, Tipps, Ratschläge, der und der könnte der Richtige sein und da hatte ich dann wirklich einen Goldgriff. Also über 100 Ecken, ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass ich jemanden finde. Und es war dann, ich habe mir selber das Ziel gesetzt, so Freitagmittag muss ich wissen, mit wem ich das Projekt umsetze. Und das war irgendwie 3 Monate vorher. Und Freitagnachmittag hat sich derjenige bei mir gemeldet und Freitagabend haben wir uns das erste Mal getroffen und es hat gleich gefunkt. Und wir waren ein geniales Team. Und auf dem Weg sind dann so viele Ideen entstanden. Und es gab auch viele Niederschläge dazwischen, aber es war ein extrem kreatives, konstruktives Zusammenarbeiten und es gab dann immer wieder neue Ideen, was wir jetzt noch mit einbinden müssen. Vor allem war dann ein großes Thema die große Komplexität oder Diversität der Gäste, die wir eingeladen haben zu dem Schlussevent. Da galt es für den Landeshauptmann genauso wie für den Stricker an der Maschine ein Programm zu finden und einen Rahmen zu finden, in dem er sich wohlfühlt und in dem er ja, den Abend genießen kann. Und das ist uns dann mit vielen kleinen Tricks ist uns das dann gelungen. Es gab zwar Anfragen, ob wir ein Kleiderbudget zur Verfügung stellen, in dem sie sich entsprechend einkleiden können. Das haben wir dann nicht gemacht und es hat trotzdem funktioniert. Aber wir haben dann quasi die Mitarbeiter, die Bedenken hatten, geknackt, indem wir Porträtfotos gemacht haben. Und es war total spannend, durchs Haus zu gehen. Da habe ich mir dann die Betriebsrätin geschnappt, weil die hatte eine große Akzeptanz bei den Mitarbeitern in der Produktion. Und wir zwei sind 2 Stunden durchs Gebäude gelaufen und haben uns Personen ausgesucht, die ideal wären für so ein Porträtfoto. Und bis auf einen haben alle sofort Ja gesagt. Und auch das Fotoshooting in-house, das war dann ein Amateurfotograf. Alle waren total begeistert, haben mitgemacht und haben Spaß gehabt. Und als sie sich dann am Abend des großen Events im Festspielhaus als Porträt an der Wand hängen sahen, waren sie total einfach identifiziert mit der Veranstaltung, mit der Firma. Und die Porträts hängen immer noch bei uns in den Gängen und werden sehr wohlwollend und positiv von Mitarbeitern und auch Gästen wahrgenommen. Also ein sehr kleines Tool von den Kosten und vom Aufwand her, aber extrem wirkungsvoll. Und es waren so ein paar Schritte auf dem Weg, wie wir ja, die Bedenkenträger geknackt haben und wie es dann für alle am Ende des Tages ein wunderbarer Abend war. Also es war sowas von vielfältig, kreativ, spannend und ja, den 100-Jahr-Anlässen würdig.